Yosemite's Neuri hier, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Pfand für Games. Ja, heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Also ich habe auch meinen Pfand am Start und abgegeben und so weiter und so fort und gönn mir was. Aber heute soll es mal ein bisschen um den Sven gehen, ja. Die meisten von euch, die kennen ihn mittlerweile, haben vielleicht auch das Video von letzter Woche gesehen. Und ich habe mir einfach mal gedacht, der Sven ist jetzt mal dran, denn wer vor allem das Video letzte Woche gesehen hat, der hat ein bisschen mitbekommen, wie der Sven drauf ist oder drauf war und so weiter und so fort. Und er hat auch einen kleinen Einblick gegeben, warum er so drauf ist und oder drauf war. Und dann kam bei mir ein großer Zwischenfall, ein Schicksalsschlag, der mich sehr betroffen hat, eine Trennung von mir und meiner Frau. Diese führte dazu, dass ich Angstzustände bzw. auch Depressionen entwickelte. Und ich kann nur sagen, der hat nicht alles erzählt. Da ging noch mehr. So, also er hat wirklich zwei, drei Dinge hinter sich, wo man nicht einfach so wegsteckt. Und ich dachte, jetzt ist der Sven mal dran, ne? Weil ich muss auch dazu sagen, der Sven, seitdem ich ihn kennengelernt habe und er jetzt, keine Ahnung, gefühlt ein Dutzend Mal bei mir in den Videos war, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hat er irgendwas für mich gehabt, hat mir irgendwas mitgebracht, irgendeine Kleinigkeit, egal, immer hat er mir was mitgebracht, so, ne? Ich habe ihm mittlerweile schon gesagt, Sven, mir ist das langsam unangenehm, so, aber er meint so, ja, so bin ich erzogen und überhaupt, naja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich mit meinen Jungs aus meiner WhatsApp-Gruppe zusammengetan und wir haben da was richtig, richtig Fettes für den Sven auf die Beine gestellt und was das ist, das sehen wir gleich. Let's go. Neu sammelt Pfand für Games with you. Da sind wir. Was geht, Sven? Nichts, bei dir? Gut, alles gut. Also, ich habe jetzt mit Pfand, weil ich habe das letzte Mal, ich habe es ganz vergessen, hier oben, wo meine Brille reinkommt, man sieht es hier nicht. In dieses Fach habe ich noch 25 Euro vom letzten Mal reingelegt, habe das total vergessen, was sehr geil ist. Sprich, mit dem Pfand von heute habe ich 47 Euro. Oh. Ne? Aber, Sven, ich habe schon ein kleines Video vorab gedreht, okay, von dem du gar nichts weißt, ja? Okay. Und habe meinen Viewern gesagt, dass es heute mal um dich geht, ein bisschen. Okay. Weil seitdem ich dich kennengelernt habe, immer korrekt, immer hilfsbereit und du jedes Mal schenkst du mir irgendwas. Ich habe dir schon gesagt, mach das nicht mehr, mir wird es langsam unangenehm. Ne? Für mich ist es selbstverständlich, ja. So, seht ihr, das habe ich gesagt, dass er das sagt. So. Also, pass auf, ich habe mit meinen Jungs von meiner WhatsApp-Gruppe, okay, ich habe mal so in die Runde gefragt und so, ey, komm, holen wir dem Sven mal. Irgendwie hat jemand Bock zusammenzulegen, damit wir zumindest eine PlayStation 3 für ihn irgendwie besorgen oder so. Und da hat der ein oder andere mitgemacht, unter anderem, jetzt muss ich kurz, scheiße, jetzt bin ich unvorbereitet. Ich plopp das euch schon mal hier rein. So, der Sven darf das nicht sehen erstmal. Also, mit dazugelegt, unter anderem, war der Kann Alles, Mitsu Rules, Rosi von den Pixel Pop Pals, der Firat, der Retrojäger, Tom von Tom's Collection, Telespiel Tobi, Mike von Screaming Pixel, Thorsten von Retro Tag Team, Torbinho, Timur, der Hose, Dr. Jan Lampata, der Metal Flow und der André von Bit Dynamic. Die meisten haben noch, oder waren auf YouTube, manche haben aufgehört von denen, aber wir sind trotzdem noch in der Gruppe zusammen. Alle haben ein bisschen was, ein bisschen ist gut. Alle haben zusammengelegt und ich sag dir was. Da ist so viel zusammengekommen, dass es für 10 PS3s gereicht hätte. Deswegen haben wir uns gedacht, wir kaufen dir eine PS4. Oh. Passt das, oder? Boah. Hä? Dankeschön. Cool? Ja. Willst du mich heiraten? Eine PS4 drin. Eine 500,
Übrigens, also die haben wir vom Vincent von der Nerdzentrale in Karlsruhe. Ja. Und das war noch nicht alles. Kommst du da in meinen Rucksack da? Ja, komm ich. Greif mal da in den Rucksack. Ja, bitte. So, damit du überhaupt was zu zocken hast und so, hat der ein oder andere... Scheiße, da vorne in der Packstation, da liegt noch was, das müssen wir auch noch holen. So, erstmal einen zweiten Controller. Danke. Dann Fallout. Das gibt's. Dann eine Naruto-Figur. Das... For Honor PS4. Rogue Trooper PS4. Ich mach den fertig jetzt, pass mal auf hier. Hotshots, Need for Speed, Hot Pursuit. Hm? Titanfall 2. Das ist noch Sealed Star Wars Racer, Star Wars Republic Commando. Übrigens, da kommen jetzt noch ein paar Sachen drin, die sind nicht PS4 kompatibel, sage ich mal, denn das Problem war, ich habe weder im Games Garden noch im Games Studio in Nürnberg, da wollte ich eigentlich mit dir hinfahren und dann vor Ort eine PlayStation 4 kaufen, das war nicht so einfach, ja, da war nicht so das Richtige da, sag ich mal, okay. Aber der Vincent hat mir die geschickt, ja, das ist die 500 GB, ne, sollte erstmal reichen, deswegen, und alles, was jetzt nicht kompatibel dazu ist und überhaupt alles, das habe ich mit den Jungs abgesprochen, alles, was an den Games, du nicht, sag ich, so, ja, das ist nicht ganz meins oder so, kannst du jetzt, wir fahren nämlich in den Games Garden, kannst du eintauschen, ja, gegen Store Credit, so. Da geht's weiter. WRC, ne? Xbox One, also das wirst du wahrscheinlich abgeben. Das ist eher für deine Frau, oder? Jigsaw? Ja. Das ist eher für seine Frau. Das kann seine Frau schauen. Star Wars Battlefront 2. Der macht mich fertig. Rocket League. Hier kommen jetzt ein paar PS3-Spiele, weil eigentlich wollten wir ja eine PS3 und dann haben schon welche die PS3 losgeschickt und dann war aber schon hier, ne? Uncharted 2. Oblivion. Beyond Two Souls. Diablo, Naruto to Boruto, Shinobi Striker, PS4. Na, das ist deine Wellenlänge hier, oder? Ich hab das für den PC, ja. Ja, siehst du mal. FIFA 19, Spenderhülle, geht klar. Uncharted 3. Xbox 360, Eat Lead heißt es. Prince of Persia, PS3. Das ist jetzt, ne, das kannst du alles eintauschen jetzt, ne, dann kriegst du Store Credit. Metal Gear Rising, PS3. Oh Mann, ey. Quake 4, Xbox 360. The Crew 2. Mirror's Edge Catalyst, PS4. Mighty No. 9, PS4. Und nochmal Dragon Ball. Was ist das? Xenoverse. 14, ne? X4 ist 14, oder? 14? Xenoverse, PS4. 15, aber... Ja. 15? Sorry, 15. Wolfenstein 2 ist lose. Aber das heißt eigentlich nur Xenoverse. Für die PS5, das kannst du auch eintauschen, ne? Panda Hero Remastered. Das gibt's doch nicht. Einmal Doom. Und Jump Force, ne? Und Battlefield 1 nochmal lose. Wie gesagt, das, was du... Und Sniper Elite 5 lose. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Und gleich gibt's noch was. Hier. Und irgendwas liegt da noch in der Packstation, das wir gleich abholen. Dazu kommen wir gleich. So, wie gesagt, das haben die Jungs... Ne? Der eine hat ein bisschen Kohle gespendet, der eine hat ein paar Games, der eine hat Kohle und Games. Sprich, es ist immer noch Kohle übrig geblieben und zwar 90 Euro. Die kannst du auch im Game Store jetzt auf die Tonne hauen, mit den Store Credits zusammen. Und was sagst du? Cool. Dankeschön. Pass auf. Das hört aber noch, da hört es auch noch nicht auf. Da hört's auch, weil du musstest ja auf irgendwas spielen und du hast ja zu Hause diesen kleinen Ass. Was ist das für eine Marke? Weiß ich jetzt nicht mehr, aber ja. Noch nie gehört, irgendeine chinesische Marke, die ich noch nie gehört habe. Wenn der den anmacht, dann brummt der. Ja. Ja, so, deswegen gibt's einen neuen Fernseher. Ne, okay, neu ist er nicht. Und das ist auch nicht die Schachtel. Also da ist es ein 50 Zoll Samsung Ultra HD, aber drin ist von Metz ein 43 Zoll Ultra HD Fernseher. Ja, ich glaube, es ist kein Smart Fernseher, aber falls du Netflix oder so nutzen willst, kannst du es ja über die PS4 machen, ne? Oh ja, ich bin so, also da ist ein 43 Zoll Ding und später gehen wir zu dir und bauen das mal alles auf, oder? Okay. Okay? So, und ja. Ach du Scheiße. Gibt's sowas zu sagen oder können wir los?
ich danke. Also, danke an alle, die es ermöglicht haben. Was soll man dazu sagen? Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte, ja. Für mich ist es eigentlich immer selbstverständlich, Leuten so eine kleine Freude immer zu bringen, aber das ist eine Riesenfreude. Ist krass, oder? Ich hätte auch nicht gedacht. Also, wie gesagt, ich so, ja, Jungs, hat der eine oder... Ich dachte so 30, 40, 50 Euro für eine PS3, ein paar Games oder so, Alter, und dann ist so viel zusammengekommen. Ich danke. Dass, ne? Und wie gesagt, da hinten ist der Fernseher und, wie gesagt, das ist ein 43 Zoll Metz UHD-Fernseher. Der ist auch gebraucht, aber der ist in sehr gutem Zustand. Neuwert im Moment, der ist 3-4 Jahre alt, aber in Top-Zustand. Neuwert von über 1000 Euro noch, ne? Wenn man ihn jetzt neu kaufen würde. Das ist ehrlich gesagt mir egal. So, wir schauen jetzt, was noch in der Packstation ist und dann geht's ab in die Stadt. Bis gleich. Bis gleich. So, back von der Packstation da und Nachzügler. Und ich weiß, es sind, glaube ich, immer noch 2-3 Päckchen unterwegs. Also da kommt noch was, aber das liefern wir dann nach. So, frisch in der Packstation nochmal 2 PS4-Games. Und zwar Dragon Ball 2 Xenoverse. Das gibt's doch nicht. Und Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ey, das ist doch der Wahnsinn. Ach du Scheiß. So. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel wird, so, ne? Ihr macht mich wahnsinnig. Wie kann ich das wieder gut machen, ey? Bleib so, wie du bist. Bleib ich auf jeden Fall. Und das reicht, okay? Ja. So. Jo, jetzt gehen wir in die Stadt und shoppen da mal ein bisschen nach Games. Bis gleich. So, wir haben es rausgeschafft aus dem Parkhaus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und was ich ganz vergessen habe, bevor wir in den Games Games Garden gehen, laufen wir zum GameStop, weil ihr vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, in der letzten Fun für Games Folge, da haben wir noch gescherzt im Mercado, dass der GameStop schließt, weil die irgendwie zu hatten, als wir daran vorbeigelaufen sind. Ja. Und tatsächlich ist das so. Und die schließen. Die schließen, ja. Die machen 80 Filialen dicht in ganz Deutschland. Hat schon angefangen. Sprich, falls wir da jetzt vor verschlossener Tür stehen, wissen wir A, warum, aber B, falls die offen haben, ich denke, wir sind zu spät und die besten Dinger sind schon weg da, ne? Aber man kann ja mal gucken. Na, kann man gucken. So, und der Sven hat ein paar Games aussortiert. Aber nur ein paar. Und wenn, wirklich nur ein paar. Und ich denke, da kommen wir bei ihm noch über 100 Euro zum Verbraten. Oh, ja. So, das war leider nichts, denn aus den 3 GameStop hier in Nürnberg haben wir uns genau den ausgesucht, der nicht schließt. Nein, nur den Mercado. Aber ja, ich wollte ja in die Stadt gehen, weil ich ja schauen will, dass, wie gesagt, er die Games, die er nicht braucht, dass er die abgeben kann. Halt, ne? Noch ein bisschen Store-Credit hier im Games Garden. Deswegen, ne? Ja. Lustigerweise aber, ich bin heute aufgewacht so und hab hier Schmerzen im Nacken ohne Ende. Und ich sag ihm das und er sagt... Ich habe heute eine Bewohnerin hochgehoben und jetzt habe ich genau da auch richtig Schmerzen im Nacken. What? Alter, was sind die? Nein, okay, das war... Ja, die haben beide Schmerzen. Ja. Egal. Ich muss mich nach rechts drehen, während er schön nach links guckt. Nein, ich kann auch nicht nach rechts. Ich kann auch nicht nach rechts. Ich bin wie Batman so. Ja, ich kann auch nicht wirklich nach rechts. Schau mal, die ist nackt. Oh. So, wir sind gleich im Games Garden, aber zuvor gehen wir in den Saturn. Denn vielleicht haben wir Glück in den Krabbelkisten. 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 Ja, Nullnummer. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so auf Facebook
die Leute sehe, die immer in ihren Mediamärkten und Saturns immer die krassesten Krabbelkisten haben. Ey, das kannst du in Nürnberg durch die Bank weg vergessen. Yep. Egal, wo du hingehst. Und wir haben so, also wenn man Müllers und Mediamärkte und Saturns ohne Ende. Gut, wir haben einen Saturn, aber mehrere Mediamärkte und so weiter und so fort. Also wenn du da in 5 Jahren einmal eine richtig gute Krabbelkiste findest. Dann schlag rein. Dann hast du Glück gehabt, ja. So. Da vorne ist der Games Garden, da wird unsere Reise dann enden. Zwecks dem Fernseher später. Ich helfe dem Sven auf jeden Fall noch das Ding nach Hause bringen. Und ich weiß aber nicht, ob wir ihn zu sehen bekommen, denn, was ich vergessen habe, denn er ist ja gebraucht, aber er ist in Top-Zustand. Nur der Vorbesitzer, der hat die Schrauben der Füße irgendwie überdreht. Und der Kollege von uns aus meiner WhatsApp-Gruppe, der ihn mir geschickt hat, gemeint, er hat sie zwar rausgekriegt, so konnte er sie, den Fernseher, in den Karton, aber braucht man neue Schrauben. Sein Papa wird später zu ihm kommen, ja, mit Schrauben, und dann hat er hoffentlich die richtigen dabei. Und dann schneide ich es eventuell in mein Schlusswort, wenn er das schafft, es heute noch aufzubauen, dann macht, dann filmt er das mal ab und alles, ne, dass ihr das mal sehen könnt. Ne? Auf jeden Fall. Cool, da ist der Games. Da. Dann weißt du schon ungefähr, hast du schon was im Kopf, was ja, du sicher dir für deine 90 plus Euro? Ja. Was denn? Was denn? Wenn sie es noch haben, die Naruto Collection, da haben die ein paar DVDs gehabt. Wenn die sie noch haben, würde ich 2 davon nehmen. Okay. Dann würde ich sagen, schau mal rein. Komm ruhig näher, schaut euch den Jungen mal an hier, der packt's gerade nicht so, ne? Nein, überhaupt nicht, ehrlich. Geil, oder? Ja. So, wir sind fündig geworden, was wir gefunden haben, das zeigen wir euch gleich im Remobil. Jetzt fahren wir erst zu ihm dann und bringen den Fernseher nach oben. Ja. Ich wollte schon heute sagen, so hey, das Ding musst du allein tragen. Ciao. Weil mein Nacken und so, ne? Jetzt hat er auch Nacken. Ja. Hey. Mein Nacken. Mein Nacken. Mein Nacken. Bis gleich. So, nochmal. Also, während wir hier jetzt im Stau stehen, weil die Stadt ist voll gerade, dachten wir, ja, wir zeigen, ne, zeigen wir, was wir gefunden haben. Der Sven ist seine komplette 90 Euro plus ein paar von den aussortierten Spielen. Das war hauptsächlich, was war das, die PS3-Sachen und ja, so, ne, die dabei war. Und Xbox 360 war auch eins dabei. Genau. Den Rest kann er alles verwerten. Geil. Ja. So, da hat er bekommen zum einen Metro Exodus, die Special Edition. Für die PS4, die Special Edition. Ja. Mit Steelbook. Sehr geil. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ein sehr, sehr schönes Steelbook drin. Ne? Ja. Das haben wir zu so Last-Minute-mäßig gefunden, weil er hat sich 3 Sachen mitgenommen. Die ersten beiden Sachen waren bei insgesamt, da war er bei 60 Euro. Ja. Da habe ich gemeint, ey, du hast noch 40 Euro offen, was ist los? Und dann der so, ja, ich finde nichts mehr, ich finde nichts mehr. Und dann so aus dem Nichts. Aus dem Nichts einfach Metro Exodus, die Special Edition. Aurora, ja. Special Edition. Sehr geil. So, dann haben wir, was haben wir noch? Natürlich bei PS4, PS4 Launch-Titel, The Order 19. 1886. 86, sorry. Der ist total aufgeregt. Ja, ich bin total aufgeregt. Soll ich mehr reden? Ja, ist besser bitte. Vielleicht? Ja. Okay. Ich meine, ich tue das ja sowieso immer, aber. Warte mal, ey, aber cooles Wissen von ihm. Ich wusste nicht, dass es. Ist das wirklich ein Launch-Titel? Ja, das war damals ein Launch-Titel, das hat mich damals auch schon interessiert, weil das ist damals mit der PS4 rausgekommen, soviel ich weiß. Doch, weil es sonst nirgendwo gab. Es gibt auch keinen Remastered auf der PS5, so viel ich mich erinnere, nur für die PS4. Und damals, als die PS4 rauskam, kam das mit raus. Okay. Und das war ein Vorzeigespiel, weil das wurde dann auch kritisiert, weil es kaum Gameplay hatte, nur hauptsächlich Story. Cutscenes? Nein, nicht Cutscenes, sondern spielbare Cutscenes nennt man das. Ah, okay. So. Aber mich interessiert es, weil das damals mit einer der ersten Spiele war. Okay.
cool. Und dann haben wir noch was sehr Spezielles für den Sven gefunden. Natürlich Naruto. Naruto. Die letzte Staffel, die mir noch gefehlt hat, die Staffel 8 in Box 2. Der vierte Ninja-Weltkrieg und Obito Shir, mein zweiter Lieblingscharakter von Naruto. Auf DVD, ne? Auf DVD natürlich, damit ich das auch bei mir zu Hause angucken kann und wenn ich unterwegs bin. Das heißt, du hast die anderen Staffeln, die hast du alle? Ja. Und die sind auch alle in so einer Box, oder ja, was? Und die hat dir noch gefehlt? Ja, genau, die hat mir noch gefehlt. Leute, was geht ab? Und die war nicht günstig, ne? Also, ja, klar. Er muss auch was dazu verdienen. Er muss auch ein bisschen was verdienen, ein bisschen über eBay natürlich, ne? Ist kein Stress. Aber wir haben insgesamt einen sehr geilen Deal gemacht, denn genau. Ich habe auch ein paar Sachen gekriegt. Ja, das waren die Sachen vom Sven. Ja. Und für mich gab es zeig erstmal das kleinere Übel. Da ich ja gerade The Last of Us auch schaue, ne? Die Serie, die mir ganz gut gefällt. Die Schauspieler, ne? Darüber haben wir schon gesprochen, ist jetzt nicht so ganz mein Fall vom Casting her. Vor allem die Eli und na. Aber ne, die Schauspieler machen einen guten Job, da brauchen wir nichts sagen. Auch die dritte Folge mit dem Bill. Ja, jetzt nichts gegen was da abgelaufen ist. Ja, ich komme mit jedem klar und so, aber das war mir zu wenig Last of Us. So, das war mir zu viel Bills Geschichte. Und so wie die Geschichte da präsentiert wurde in der dritten Folge, sowas kann ich mir von mir aus in einem ganzen Film, ne, wo ich weiß, auf was ich mich da einlasse, kann ich mir da mal anschauen. Ne? Ich habe auch Brokeback Mountain geguckt und so, war alles cool, habe ich kein Problem damit gehabt. Wenn ich weiß, auf was ich mich einlasse, aber wenn ich The Last of Us, dann will ich The Last of Us sehen. Ne? Und ihr wisst schon vielleicht, was ich meine. So, alles cool, egal. Ja, apropos Last of Us, ich habe bezahlt. Er hat 90 Euro für seine Sachen bezahlt, ich habe für meine Sachen 90 Euro bezahlt. Ja. Wie gesagt, ich bin etwas über mein Budget, aber die Preise jetzt waren einfach nur zu gut. Auch wie gesagt, für 90 Euro gab es zum einen The Last of Us, das Remaster auf der PS5. Habe ich jetzt einfach Bock drauf, ja, gerade ja, weil ich mir die Serie gerade anschaue, habe ich so richtig Bock drauf gekriegt. Ich mag den ersten Teil, gefällt mir besser als der zweite Teil. Und ja, wollte ich mir einfach nochmal reinziehen. Ich habe jetzt gerade momentan nichts AAA-iges, was ich auf der PS5 spiele. Okay. Deswegen. Ja, dann passt es gut rein. Passt perfekt rein. Ja. So, apropos The Last of Us, dann gab es noch auf der PS3 komplett, also zumindest sah es so aus, die Eli Edition. Ja, und ganz wichtig ist vor allem auch dieser Pappschuber hier, denn der fehlt sehr oft. Ja. Hier seht ihr nochmal, ich habe das im Games Garden abgefilmt, wie das so von innen aussieht. Ich werde auch in der nächsten Pickup-Folge näher drauf eingehen, was da alles drin ist. Ne? Aber normalerweise ganz oft findet man das nur mit der Stofftasche und hier, das hier fehlt sehr, sehr oft. Ich werde mir auf jeden Fall eine Sammlerschutzhülle machen lassen von Manuel, damit das Baby gut geschützt ist, weil dem Alter entsprechend ist es in gutem Zustand, ne? Muss man ehrlich sagen. Und wie gesagt, das gab es auch für, wie gesagt, beides für 90 Euro. Ist ein super Preis. Das hier geht schon zwischen 70, 80, 85 Euro über den Tisch. Ne? Könnt ihr euch zusammenrechnen. Und ich hatte ja 45 Euro Pfandgeld, von daher tat mir das jetzt nicht so weh. Ja, alles im Rahmen für mich so, passt. Ich bin zufrieden auf jeden Fall. Und ja, apropos zufrieden, Sven, Wupsa, wie sieht's aus? Ich bin immer noch baff. Also anders, da kann man es nicht beschreiben. Ich bin immer noch ziemlich baff. Ja, geil, Mann. Hast ein paar Spiele auf jeden Fall, also beschäftigt bist du eine Weile, ne? Ja, ich habe jetzt dann demnächst auch sogar Urlaub. Also perfekt. Da spielst du alles durch, oder? Na. Sven, wir haben mein Kind zum Großziehen. Egal, ich muss PS4 spielen. Ey, boah, da bin ich tot. Ja, deine Frau kriegt auf jeden Fall die Blu-ray hier. Ja. Die Saw Blu-ray. Genau. Weil der Sven, der schaut keine Horrorfilme, der hat Angst. Ja. Und ja, wie gesagt, ich fahre jetzt nach Hause und schauen wir mal, wenn er es noch geschafft hat, während ich schneide, den Fernseher aufzubauen, sein Papa ist auf dem Weg zu ihm und bringt Schrauben mit, die hoffentlich dann passen für den Standfuß, dann wirft er das Ding auch mal an, wirft die PlayStation 4 an und dann seht ihr hier ein bisschen Footage auf jeden Fall. Yep. Yeah, das ist der Hammer. Also Leute,
Sven ist, glaube ich, ganz zufrieden. Wir haben das jetzt selber geschafft aufzubauen. Mit einer Zange. Aber die Schrauben reingedreht. Ey, das Ding steht wieder eins. Ey, und ich muss sagen, ihr seht, das kommt jetzt nicht so rüber hier auf dem Display, aber das Bild ist knackscharf, ne? Das ist ein UHD-Fernseher, das ist ein 4K-Fernseher, ne? Ja, das ne? ist Bombe. Bombe, mega, ey, also Hammer. Und na, ihr seht ja nochmal die ganzen Games, die er noch quasi behalten hat. Ja. Und ich glaube, der Sven ist ganz zufrieden, oder? Ich bin überglücklich und ich könnte den Drehen nahe sein, ganz ehrlich. Alter, das macht. Mein Handy macht bessere Aufnahmen als meine. Als meine Osmo Action. Und Sven, alles gut? Ohne Scheiß, sein alter Fernseher war so. Total. Alter, nee, das ging gar nicht. Nice. Sven, viel Spaß. Dankeschön. Hier nochmal die Games, oder nochmal. Viel Spaß. Danke. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Fun für Games. Auf jeden Fall. Sven, danke fürs Mitkommen. Gerne doch. Und danke nochmals für diese tolle Überraschung. Hat meinen Tag verschönt. Und jetzt küss mich. Das war eigentlich Spaß. Ich wollte hier eigentlich Cut machen bei und jetzt küsst mich und er hat mich wirklich geküsst. Ciao! Ciao!